So kennen wir das von EA normalerweise nicht. Ein Pack für Sims 4 gibt es ab sofort gratis. Alles dazu jetzt. Obwohl alle Packs für die Sims 4 unfassbar viel Geld kosten und EA nicht gerade dafür bekannt ist, besonders faire Preise für unsere Lieblingssimulation zu verlangen, gibt es ein Pack für die Sims 4 derzeit gratis. Wenn ihr am PC spielt, könnt ihr euch das im Jahr 2018 erschienene Mein erstes Haustier-Accessoire-Pack sichern. Wie das funktioniert? Eigentlich ganz einfach. Wechselt in die EA-App, sucht oben nach Mein erstes Haustier und klickt auf Herunterladen. Das war's auch schon, ihr könnt das Pack für immer behalten. Konsolenspieler gehen hier aber leider leer aus, etwas schade, wie ich finde. Ihr könnt euch ruhig Zeit lassen, die Aktion läuft noch bis zum 9. Januar 2024. Aber dazu muss man sagen, das ist das schlechteste Accessoire-Pack, was es für die Sims hier überhaupt gibt. Die Sachen allein im Erstelle einen Sim gefallen mir gar nicht. Also wenn wir uns jetzt hier mal die einzelnen Klamotten anschauen. Hier irgendwie so ein lustiges Kostüm, aber das kann man meiner Meinung nach im Spiel auch nicht so sonderlich gut im Alltag verwenden. Die neuen Frisuren sind zumindest ganz schön, aber die sehen mehr oder weniger einfach zufällig aus und hätten jetzt in jedes Pack irgendwie reinpassen können. Und selbst bei den Klamotten der Haustiere, was ja so ein bisschen auch der Fokus des Packs ist, merkt man einfach, dass die Entwickler hier stumpf recycelt haben. Zum Beispiel dieses Gesamtoutfit aus Hunden und Katzen sieht dem aus dem Mein erstes Haustier-Accessoire-Pack extrem ähnlich von der grundsätzlichen Form her, nur die Texturen sind natürlich anders. Das ist schon ganz schön schade. Und auch bei den Hunden wird das leider deutlich. Zum Beispiel dieses Outfit hier aus Hunden und Katzen. Dieses dann bei Mein erstes Haustier. Das ist schon ein bisschen traurig. Ich glaube, dass explizit Objekte aus anderen Packs nochmal recycelt wurden, gab es in der Art wirklich nur in diesem Pack. Auch diesen Pulli hier haben wir quasi zweimal im Spiel, nur dann halt mit anderen Farbalternativen. Im Baumodus ist dieses Recycling aber noch viel krasser. Bevor wir da aber reinschauen, bei Instant Gaming könnt ihr aktuell bei den Black Friday Angeboten ordentlich sparen. Zusammenwachsen gibt's nur heute für vergleichsweise günstige 19,50 Euro. Andere Spiele sind auch ordentlich reduziert, schaut gerne in der Beschreibung vorbei. Kleine Quizfrage, welche Möbel stammen hier aus Mein erstes Haustier und welche aus Hunde und Katzen? Ganz ehrlich, das kann man eigentlich gar nicht wissen. Die Entwickler haben höchstwahrscheinlich bei Hunde und Katzen zu viele Objekte produziert und sie dann in dieses Accessoire-Pack nochmal zusätzlich ausgelagert. Es ist total traurig, dass man jetzt schon für ein Set an Objekten zwei verschiedene Packs kaufen muss. Ich muss auch sagen, die anderen Objekte aus diesem Pack gefallen mir nicht wirklich gut. Einzig allein vielleicht dieser Couchtisch ist echt noch ganz süß mit den kleinen Fischen drin. Da haben sich die Entwickler wirklich für dieses Pack überproportional viel Mühe gegeben. Ich will jetzt auch gar nicht weiter meckern, deswegen ist es wahrscheinlich auch ganz gut, dass dieses Pack jetzt eine lange Zeit gratis ist. Ich meine, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Schreibt gerne eure Meinung zum Accessoire-Pack in die Kommentare, vielleicht höre ich doch noch ein paar positive Stimmen. Und dann würde ich sagen, man sieht sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.